Hey, liebe Leute, und willkommen zu einem kleinen Minispiel. Zen Art of irgendwas anderes. So, wir müssen Space drücken. Wir müssen hier Vasen herstellen in einem kleinen Labor. Da, Zen in the Art of Transhumanism. Wir müssen irgendwie was herstellen. Das sah aus wie Vasen, aber vielleicht müssen wir Körperteile herstellen. Hello World. Ja? Achso. Greetings. Akara 184, welcome to the job. H.Corps, Expense, Expects, ja. Let me know when you're ready to accept the requests. Yes, Master, thank you. A? Ich kenne A, ich hab. Oh Gott, this is a puddle disk. So we shape handcrafted limbs organs for the clients. Okay. Stell mal Sachen her. Kann ich irgendwie laufen? Ah. Ah, okay. Kurz die Maus wegnehmen. So. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? This interface holds data one. So man's clientless. Okay. Wizard. Das, ja. Wizard. You can keep track of clients, progress and satisfaction. 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 Das ist der offiziell Hey H plus Corp Transmission Wiki. You shall check into memories und so weiter. So, jetzt müssen wir am Kommandoschein anfangen hier zu bauen. Am Anfang müssen wir so einen Gegenstand herstellen. Okay, ich sagen, nehmen wir den gleich. Nehmen wir den gleich. Kann ich. Hast du das angenommen oder so? Ja, würde ich gern. To a secure only social network. The Knight. Boots your physical strength. Ja, will ich haben. Bitte. Macht er das nicht? Gucken wir uns mal hier um. Can check your finish pieces here. Okay. Operation Theater. Okay. Ja. Yes, send me them in. Okay. Perfect. First one coming. Okay, jetzt müssen wir anscheinend hier was basteln. Dann nehmen wir gleich mal das. Ne, hä? Was soll ich denn hier tun? Check Clients File. Caroline Kramer 19. Click byte weiter. No matter what I do, I can get my follower account over 1000. Please help me. Okay. Installiere Module. Stock is empty. Du solltest vielleicht erstmal welche herstellen. Ja, das wäre der Plan. Das möchte ich auch gerne tun. Ich hab's doch schon. So, ich würde gerne welche herstellen. Ah, okay, jetzt geht's los. Wir brauchen. Okay, das mit der Maus bewegen. Ne, leider nicht. Ist ein bisschen umständlich hier mit den Pfeiltasten. Ich glaube, mit Controller war das bestimmt einfacher. Was muss ich hier tun? Was soll ich tun? Hä? Hä? Was tue ich hier? Hä? Hä? Was tue ich hier? Tools. End? Nee. Reset? Design. Design, glaube ich. Brauchen wir erstmal. Ah, das Design sieht so. Durchhalten? Das nehmen wir, ja. Das sieht gut aus. So. Jetzt würde ich gerne anfangen. Ich würde gern. Wie sehr geht das? Tap Action. Tap Action. Action, Design, Submit, Reset, Tap Action repeatedly to spin the Latin. Ja, wie kann man denn Action drücken? Ah, jetzt. Das ist wie eine Drehmaschine hier. Ich muss ganz oft die Latas drücken. Das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. So, ich als gelernter Ersparungsmechaniker sollte das natürlich hinkriegen, eigentlich. Perfekt. Ein bisschen besser. So, perfekt. Geht jetzt bis da hoch. So. Theoretisch müssten wir aber unser Tool jetzt wechseln, weil wir einen. Ach du Kacke. Brauchen wir was anderes. Ein anderes Tool. Wie hält ihr das? So. So oder so? Ne, das ist auch verkehrt. Das ist auch verkehrt. Ne, wir brauchen was Viereckiges. So was hier brauchen wir. So, kurz wieder. Tempo machen. So, jetzt müssen wir von oben das alles
abtragen. So. Vorsichtig. Vorsichtig. So. Jetzt gehen wir hier ein bisschen runter. Und grasen hier die Ecken ab. So. Jetzt machen wir das da oben auch noch ein bisschen. Man könnte es natürlich mit einem Dreiecksfräser natürlich wesentlich besser hinbekommen. Ich mache das so, weil das sieht so cooler aus. So, zack. Rein. Oh, oh, ich habe ein bisschen reingeschnitten ins Blech. So, jetzt ziehen wir das nach unten raus und weg ist es. Zack. Jetzt machen wir hier die Ecke noch gut. Ja, ein bisschen reingeschnitten, ist nicht so schlimm. So, jetzt brauchen wir noch ein Dreieck. Ein kleines Dreieck. Passt das? Das müsste passen. Wir gucken mal. Wir schauen uns das mal an. Wir machen erstmal wieder Tempo. Müssen ja wieder einen kleinen Spin reinkriegen. Ich weiß, das ist nicht das spannendste Spiel, aber es ist ziemlich interessant gemacht. Es ist ziemlich interessant gemacht. So, zack. Jetzt gehen wir das gleiche nochmal da unten machen. So, bis zur Spitze. Zack. So, perfekt. Würde ich sagen, perfekt. So eine kleine Kante reingehauen, aber ist ja egal. So, Ende. This doesn't look very useful. You can check the database to look some designs. Okay, so. Nächstes. Ich mache also ganz viele. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch machen? Das? Ja, nehmen wir mal das. Dafür brauchen wir auf alle Fälle einen spitzen Gegenstand, leicht gewölbt, perfekt. So, da unten. Kann man nicht erstmal anfangen, diese Auskerbung hier zu, die Auskerbung zu machen? So geht's rein. Zack. 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 Ein Stückchen. Perfekt. Lassen wir so. Jetzt brauchen wir den Viereckchen, den wir gerade hatten. So, zack. Und wieder Gas geben. Und jetzt müssen wir genau zielen. Perfekt, fertig. So, ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt als lustiges Video machen, sondern ich möchte euch ein bisschen zeigen, was es so gibt. Auf einer bestimmten Seite, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Denn werdet euch jetzt bestimmt wundern, hey, warum spielt er solche Spiele? Die sind doch absolut kacke und keine Vollbrettspiele. Warum macht er das? Ganz einfach. Ich habe mir nicht zur Aufgabe gemacht, aber ich dachte mir, dass kleine Indie-Games zu sehr verachtet werden. Also die werden von Anfang an immer gleich verspottet als sowieso kacke, weil da kein Publisher dahinter ist. Das ist natürlich alles gestunken und erlogen. Und ich möchte diesen kleinen Entwicklern oder die kleine Minigames mal ein bisschen meinen Tribut zollen und mal zeigen, was auch andere kleine Entwickler herstellen können. Ich möchte euch mal zeigen, was es da so gibt. Es muss ja nicht unbedingt immer ein lustiges Video sein. Das kann ja auch mal ein informatives Video sein. Und das hier ist echt interessant, mal zu sehen, was andere Leute so in ihrer Freizeit an kleine Games herstellen. Dieses Spiel wurde mit dem Game Maker Studio gebaut. Das gibt es, glaube ich, auch bei Steam. Das habe ich da, glaube ich, auch drin. Ne? In meiner Bibliothek mit dem Game Maker Studio. So, zack. Jetzt mal natürlich hier die Form ein bisschen nachmalen. So, zack, 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 zack. Ruhig, nicht ignorieren, wenn ihr mir nur tippen hört. Das ist, dass sich die Hauptspindel dreht. So, perfekt. Also solltet ihr auch ein kleines Minispiel haben, was ihr vielleicht gebaut habt oder bauen wollt oder was weiß ich. Und ihr habt das irgendwo veröffentlicht, dann schickt mir ruhig den Link oder so und dann spielt das natürlich mal für euch und zeigt das mal ein bisschen auf meinem Kanal. So, wir machen aber hier das Ende mit Zen. Es ist ein ziemlich geiles Game. Wenn ihr das mal zocken wollt, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Wir können mal gucken, ob wir die jetzt noch anziehen können mit den Modulen. Ja, komm, wir ziehen das Ding hier an. Perfekt. Oh. Penis. Penis Yakuza. Ach du Kacke. So. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das war Yakuza Zen. Nee, das war Yakuza was? Das war Zen of the Human irgendwas. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch mal angucken. Ist ein ziemlich cooles Game. Macht gut Laune. Und ich würde sagen, wir sehen uns am neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.